Du wolltest schon immer SteamGuard einrichten und aktivieren? Dann bist du genau richtig. Schütte den Kaffee ein und genieße das Video. Wenn du Steam gestartet hast und auf der Hauptseite von Steam bist, dann musst du oben links einmal auf Steam gehen und unter Einstellungen, da klickst du einmal drauf. Dann wird sich jetzt dieses Einstellungsfenster öffnen und hier musst du einmal auf Account gehen. Und hier kannst du deine SteamGuard-Einstellungen einsehen, ob du gerade SteamGuard überhaupt aktiviert hast. Jetzt gehst du einmal unter SteamGuard Account Sicherheit verwalten. Hier klickst du drauf, dann wird sich jetzt von SteamGuard eine neue Seite öffnen, SteamGuard verwalten. Weiter unten kannst du sehen, welche PCs für dich autorisiert sind, also für deinen Account autorisiert sind. Diese kannst du dann deautorisieren, dann kann keiner mehr auf deinen Account zugreifen. Wir werden jetzt erstmal SteamGuard über die E-Mail aktivieren, damit du überhaupt SteamGuard aktiviert hast und deine Account-Sicherheit verbessert hast. Oben klickst du jetzt auf SteamGuard-Code per E-Mail erhalten. Jetzt musst du unten nun rechts noch bestätigen. Wenn du das Ganze bestätigt hast, musst du nur noch die E-Mail bestätigen und später diesen Code eingeben und du müsstest dich dann bei Steam neu einloggen können. Wenn du dein SteamGuard deaktivieren willst oder SteamGuard per App, also über dein Handy, diesen Code erhalten willst, dann klick jetzt oben auf die Infocard, auf das i. Da habe ich schon Videos drüber gemacht. Weißt du, was so leer ist? Nein, nicht die schwarzen Löcher. Das ist der Kommentarbereich. Der muss unbedingt mit deiner Schrift aufgefüllt werden. Und deine Fragen fehlen da auch noch. Falls es dir nicht aufgefallen ist, dieser Kanal ist noch brandneu. Da ist noch der Lack noch nicht getrocknet. Und deswegen vergiss nicht zu abonnieren und das Video zu unterstützen mit einem kleinen Like. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein fettes Dankeschön dafür.